So, liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück bei Svens Kochstübchen. Ich habe etwas vorbereitet, mal, was man auch nicht alle Tage macht. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Ich finde das total lecker. Und erkläre euch einfach mal, wie es geht. Es ist ganz einfach. Also ich habe eine Geflügelsülze gemacht mit Geflügel in das Pik mit Gemüse. Es ist ganz einfach eigentlich. Ihr nehmt erst ein Hühnchen. Ich habe in dem Fall die Hühnerflügel genommen von meinem Pollo Paez, was ich ja hatte. Oder von den zwei Pollo Paez, was ich hatte. Also vier Hühnerflügel, die recht groß sind dann. Habt die mit etwa 1,5 Liter gekocht. Dann 1,5 Stunden etwa, damit ich eine schöne Brühe habe und die auch sehr schön weiß sind, die Hühnerflügel. Dann habe ich die Haut abgezogen und das Fleisch, was da dran war, das reicht schon, weil es von einem Pollo Paez ja sehr groß ist. Habe ich das zerrupft, habe Paprika sehr klein geschnitten, habe Gewürzgurken, habe ein bisschen Gewürzgurken dazu, also saure Gürkchen. Habe eine Birne mit reingeschnitten, habe Jalapenos mit reingeschnitten und Erbsen an Gemüse könnt ihr eigentlich reintun, was euch gefällt, ist halt total egal. So, habe dann die Hühnerbrühe 1 Liter und das ist ganz wichtig dabei, auf 1 Liter braucht ihr mindestens 15 Blatt Gelatine. Besser 16 stelle ich gerade fest, ich habe jetzt 15 genommen, ich würde fast noch eins mehr nehmen. Also auf 1 Liter, ist ganz wichtig. Mindestens 15 oder 16 Blatt Gelatine, das kurz auch in, mit 1 Liter von dem Hühnerfond, von der Hühnerbouillon oder Fond, ist es ja caldo, vermischt, kurz aufgekocht und das Ganze habe ich dann hier reingeschichtet, also immer unten habe ich noch zwei Eier, genau, das war so noch wichtig, zwei hart gekochte Eier, halbiert, aufgeschnitten, unten reingelegt, dann habe ich da das Huhn drauf, dann habe ich Paprika mit, so. Habe da eine Auflaufform genommen, habe die mit Zellophanfolie ausgekleidet, damit ich die jetzt besser stürzen kann. Das mache ich jetzt. Ich hoffe, es funktioniert. Also, wir werden sehen. Oh, sieht gut aus. Jo, da ist es schon. So, das ist jetzt eben meine Sülze. Die schneide ich jetzt in mehrere Stückchen. Da seht ihr die Eier hier. Schneide ich jetzt in mehrere Stückchen, vakuumiere es und dann ist das ewig haltbar, weil es ja alles gekocht. Ja, das mal dazu. Gleich geht's weiter und dann gibt's noch mehr aus Svens Kochstübchen.